Im August 2021 gab es ein besonderes Freiluftkonzert auf dem Blomberg in 1240 Metern Höhe. Der Blomberg ist der Haus- und Freizeitberg von Bad Tölz. Gastgeber war das Tourismusbüro Bad Tölz und präsentierte die Gruppe The Heimatdammisch. Und als Goodie obendrauf war der Eintritt sogar frei. Noch ist das Schlagzeug wegen der starken Sonneneinstrahlung abgedeckt. Für dich ist es wahrscheinlich nicht so schön, oder? Hallo, ich bin der Martin von der Firma C-Metec. Wir betreuen dieses Projekt heute technisch am Blomberg oben. Besonderheiten ist natürlich immer logistisch, was auf dem Berg zu machen. Bedeutet, wie bekommen wir das Material nach oben, wie bauen wir es auf und natürlich auch die Bühne. Wir können nicht so einfach ein Bühnendach drüber bauen oder sowas durch schnelle Winde, die einfach entstehen können. Ja, logistisch ist es immer schwieriger, da müssen einfach alle zusammenspielen. Hat aber wunderbar funktioniert. Gerade werden die Boxen eingestellt. Das macht Martin von seinem Tablet aus. Durch die Wärme dehnen sich die Trommelfelle und deshalb muss das Schlagzeug erneut gestimmt werden, sprich die Bespannung wird nachgezogen. Haben Sie den Unterschied gehört? Im Computer sind alle Instrumente auf verschiedenen Musikspuren gespeichert und können zum Einspielen je nach Bedarf ausgewählt werden. Ich sehe fast nichts. Auch die Mikrofone müssen eingestellt werden. Genau, ja. Das wäre dann das hier. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Test, Test, Test. 1, 2, 2. 1, 2, 2. 1, 2, 2. Hey, hey, hey. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1. Effektmikrofon. 1, 2, Effektmikrofon. 1, 2, 1, 2. Hallo, servus, ich bin der Florian Rhein von The Heimatdammisch. Wir sind hier auf dem Blomberg bei Bad Tölz in 1200 Meter Höhe, wo wir heute Abend ein gratis Open-Air-Konzert spielen werden. Und wir freuen uns riesig drauf, denn es ist eine einmalige Location hier oben und es ist seit langem die erste Möglichkeit, wieder überhaupt ein Konzert zu spielen. Deswegen ist die Vorfreude groß. Nachdem die restlichen Bandmitglieder eingetroffen sind, wird in voller Besetzung geprobt. Der Heimatdammisch ist eine Band, die ich vor 5 Jahren gegründet und ins Leben gerufen habe. Ich bin auch der Bandleader, ich schreibe die Arrangements, mache alles für diese Band. Es sind 8 Mann oder 7 Mann und eine Frau. Und wir sind seitdem regelmäßig auf Tour durch ganz Deutschland, aber vor allem viel auch im Ausland unterwegs. YouTube und Facebook hat es möglich gemacht, dass wir inzwischen tatsächlich sehr viele Fans in Großbritannien, in den USA, in Brasilien haben wir bekommen sehr viele Zuschriften und Anfragen. Wir hätten jetzt, wäre Corona nicht gewesen, auf Tour gewesen in Brasilien. Letztes Jahr war eigentlich eine Tour geplant in den USA. Dieses Jahr sind wir im November noch in England auf Tour, also die Ausländer scheinen Gefallen gefunden zu haben an dieser Band und an dieser speziellen Mischung, eben bekannte Rock- und Pop-Hits mit bayerischer Blasmusik zu versehen und das Ganze in ein, ja, wir ziehen großen Rock- und Pop-Hits die Lederhosen an, das ist vielleicht das Konzept dieser Band, ja. Und das kommt ganz gut an. Wir haben viele Millionen Klicks auf YouTube und auf Facebook. Und ja, und jetzt sind wir aber endlich mal wieder in Bad Tölz, in unserer Heimatstadt Bad Tölz und können heute dieses Konzert spielen. Und da freuen wir uns riesig drauf, weil es war lange überhaupt nichts zu spielen. Und in Bad Tölz waren wir auch schon lange nicht mehr. Und deswegen ist die Vorfreude umso größer.
rüber, das könnte man mal probieren. Gut. Ja. Yeah. Also vorne weg machen wir. Test 1, 2 und wenn dann der Einzähler kommt, viel Spaß mit der Heimatamisch, bla 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 bla. Also der Heimatamisch ist tatsächlich gut gebucht im In- und Ausland und wäre Corona nicht gewesen, letztes Jahr hätten wir letztes Jahr glaube ich 50 Konzerte gespielt und für heuer waren auch über 50 gebucht. 3 oder 4 haben tatsächlich stattgefunden, alles andere wurde aus den bekannten Gründen natürlich abgesagt. Klar ist es erstmal bitter und es war ein großer Schock, speziell letztes Jahr. Wir haben dann irgendwie versucht, die Zeit zu nutzen. Wir haben Online-Konzerte gespielt und haben die ja ins Netz gestellt. Wir haben ein neues Album produziert, eine neue CD ist erschienen. Wir sind auch mit anderen Bands noch unterwegs. Banana Fishbones ist meine zweite Band. Auch da war natürlich nicht wirklich was los live mit Konzerten, aber man kommt schon irgendwie über die Runden und es sind alles Profimusiker hier in der Band. Natürlich ist es eine schwierige Zeit im Moment, aber man muss kreativ mit dieser ganzen Krise umgehen und dann fällt einem auch immer wieder was Neues ein, trotz Corona. Ist es schon volle Lautstärke draußen? Im Soundcheck haben sie mir vorhin, weil es ändert sich stark auf der Bühne jetzt gerade, aber dann, okay, na, dann weiß ich schon einzuschätzen. Ja. Der Heimatamisch besteht aus 7 Herren und einer Dame, aus 8 Musikern insgesamt. Vorne dran natürlich unsere Power-Rock-Frau, unsere Sängerin Conny Greitmeier aus Freising. Und ich bin die Conny Greitmeier. Singe und spiele Gitarre bei gleich 2 Nummern bei der Heimatdamisch. Hier zur Seite steht unser Sänger Michi Wiedenmann aus Lenggries. Im Neonlicht, der Regen fällt, doch das stört mich nicht. Dann gibt es eine Brass Section, also die Bläserabteilung. Da haben wir an der Klarinette aus Bad Tölz den Max Grasmüller. Ja. Hi, ich bin der Max und spiele bei Heimatdamisch Klarinette. Dann an der Trompete Dominik Löbel aus Straubing in Niederbayern, den man vor allem auch gut kennt als Moderator im bayerischen Fernsehen und aus verschiedenen anderen Formationen. Hallo, ich bin der Dominik und ich spiele bei Heimatdamisch Trompete. Und an der Posaune der Martin Schnitzer aus Geisach, ebenfalls ein sehr umtriebiger Musiker, der in vielen, vielen Formationen hier in der Gegend spielt. Ich bin der Martin und ich spiele Posaune bei der Heimatdamisch. Und dann gibt es noch die Rhythm Section. Da wären am Akkordeon der Markus Orterer aus Königsdorf. Servus, ich bin der Markus und ich bin der Akkordeonist oder auf Bayerisch gesagt der Quetscherer bei der Heimatdamisch. Und an der Tuba haben wir aus Günzburg den Benedikt Waldmann. Servus, ich bin der Benedikt und spiele bei der Heimatdamisch Tuba. Ventil spinnt. Und last but not least am Schlagzeug meine Wenigkeit Florian Rhein aus Bad Tölz. Hier irgendwas bringt hier gerade zum Brennen an. Ja, irgendwo scheint was anzubrennen wegen der Hitze. I heard you on my wireless back in 52, lying awake and turning it on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Aua, aua.
Der Heimatdamisch war ja am Anfang ein reines Spaßprojekt von mir, aber das hat sich so verselbstständigt, auch vor allem dank Social Media und YouTube ist das alles international so viral gegangen, dass wir inzwischen das dritte Album produziert haben. Die dritte CD ist heuer erschienen, Let There Be Brass heißt die. Und von der werden wir heute Abend auch einiges spielen. Es wird einige Weltpremieren geben heute Abend hier auf der Bühne. Ich freue mich sehr auf das Programm heute Abend und auf das Konzert. Nach der Probe geht es ins Blombeerhaus zum Umkleiden. Ach super! Das macht nichts. Rock'n'Roll. Das geht relativ schnell. Während sich die Jungs vor dem Auftritt noch ein Essen bestellen, treffen wir unter den Zuschauern den ersten Bürgermeister von Bad Tölz. Heute Abend haben wir das Heimatdamisch-Konzert. Heimatdamisch ist was, was ganz speziell für Tölz spricht. Ist eine Kombination zwischen weltläufiger Musik und totalem Heimatgefühl. Und das auf dem Blomberg heute Abend wird ein echtes Highlight für alle. Viel Spaß. Die letzten Minuten vor Konzertbeginn werden noch zur Entspannung genutzt. 3 Minuten entspannen und dann geht's los. Das Konzert soll um 18.30 Uhr starten und die Band wartet ziemlich gelassen darauf, dass es losgeht. Mehrere komplette Konzerte gibt es auf YouTube zu sehen. Oder man bestellt sich die CDs auf der Internetseite von The Heimatdamisch. Habe die Ehre, Servus, herzlich willkommen auf dem Blomberg. Wir sind der Heimatdamisch und wir wollen euch heute Abend ein weiteres Mal demonstrieren, wie viel bayerische Blasmusik, wie viel Obergreiner Swing, wie viel Polka Groove in vielen großen Rock- und Pop-Hits der letzten Jahrzehnte steckt. Viel Spaß mit der Heimatdamisch! Town eine Hommage an unsere funky Hometown Bad Tölz, denn was Bad Tölz zurzeit zu bieten hat, ist wirklich funky und kann sich echt sehen lassen. Unter anderem dieses Pop-Up-Konzert, das hier spontan auf dem Blomberg organisiert wurde. Vielen Dank an die Stadt Bad Tölz, dass sie das hier ermöglicht hat. Danke, unser Bürgermeister Ingo ist irgendwo da. Danke an Susanne Freialgeier, die Veranstaltungschefin von der Touristinfo, dass hier dieses Event realisiert werden konnte. Danke an euch, dass ihr den Berg erklommen habt und danke an euch, dass ihr euch an ein paar Corona-Regeln halten werdet heute Abend. Wir müssen einfach nur ein bisschen Abstand halten, dann haut es sowieso hin. Unten am Kiosk, bei den Toiletten und dann später auch beim Sessellift Maske aufsetzen. Immer schön den Abstand beachten und was muss ich noch sagen? Ah ja, Müll wieder mit nach Hause nehmen, wir sind ja auf dem Berg, keine Kippen in den Wald schmeißen und so weiter und so fort. Aber das wisst ihr ja eh alle, weil ihr seid ja hier Einheimische und ihr kennt euch gut aus am Berg. Also, wir freuen uns riesig auf den heutigen Abend, auf die nächsten 1,5 Stunden und deswegen heißt auch der nächste Song Ja, das freut mich, frei nach Pharrell Williams. Viel Spaß mit der Heimatdamisch, viel Spaß mit Ja, das freut mich. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hey Leute, passt auf, was ich euch jetzt erzähl. Yeah. Mein Tanz ist gewesen und ich hab kein Geld. Das ist mir wurscht, weil ich bin gut drauf. Schaut's alle her, das ist nicht schwer, ich hab einen Lauf.